Blau-Rot TV nach dem 1:3 gegen Rot-Weiß Essen im Pokal. Bei mir Levan Kenya. Fangen wir erstmal mit dem Trainer Levan an. Also den Levan der ersten 70 Minuten in etwa. Wie hast du das Spiel von außen gesehen? Boah, erste Halbzeit war sehr gut von uns. Wir haben aggressiv gespielt, taktisch super verteidigt. Wir haben direkt Tor geschossen, nicht so viele Chancen zugelassen. Und erste Halbzeit war einfach top. Dann zweite Halbzeit kommen wir raus, dann Essen drückt. Leider haben wir gesehen, nach 60. Minuten Fitnessprobleme. Ich musste viele Spieler aufwechseln, die haben ein bisschen Probleme. Und dann kassieren wir 1-1, aber trotzdem sind wir in drin, haben wir super Chance. Wenn wir 2-1 machen, ist wieder alles möglich. Und dann machen wir nicht diese Torchance und dadurch machen wir Gegner stark. Und dann kommen die, machen die 2-1 und dann ist einfach Luft raus gewesen. Wir haben trotzdem versucht. Ich hatte nicht vor reinzukommen, aber ja, ich offensiv einfach Impulse zu setzen. Aber er hat uns nicht mehr gelungen und haben wir leider 3-1 verloren. Aber ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir haben super gekämpft nochmal und wir müssen daran aufbauen. Und ja, Sonntag geht es weiter jetzt. Wir müssen das schnell vergessen und dann Sonntag steht nächstes Spiel. Ich habe dich auf dem Weg von der Nord- zur Südtribüne mit Kalli Weber ein bisschen länger quatschen sehen. Da ging es mit Sicherheit um die Situation, von der wir auch gesagt haben, mal gucken, ob die nachher noch ein Thema sein wird. Jetzt ist sie ein Thema. Was hast du ihm mitgegeben? Ja, ich habe gesagt, ob der konnte quer zu spielen, weil von außen saß so, dass der musste quer spielen und dann Taco konnte in leer Tor reinschießen. Aber der meinte, Taco stand in Abseits und der muss selber alleine entscheiden. Da kann kein anderer was sagen. Und manchmal, wenn du am Spielplatz stehst, sieht anders in der Schnelligkeit, kommt ganz anders Situation, als du, wenn du draußen guckst. Und ja, leider ist nicht reingegangen. Der ist dann zu Toyota zu nah gekommen. Winkel war zu kurz und der konnte nicht mehr reinschießen. Dann musste er einfach vorher abschließen. Aber so ist das Fußball, wenn wir nicht unsere Chancen machen. Auch letzte Woche gegen TVD. Am Ende wurde spannend, dass wir unsere Chancen nicht benutzt. Und wenn wir weiter unsere Chancen nicht benutzen, wird auch nächste Spiele so sein. Ja, trotzdem habt ihr geschafft, hier ein Stadion mit über 8000 Zuschauern mitzureißen. Das war schon eine gute Kulisse heute, oder? Ja, Matchplan war so, dass wir einfach lange Null halten, einer Konter setzen und dann zweite Halbzeit, dass der Essen sich öffnet und dann wäre noch zweite schießen. Plan ist teil aufgegangen, aber leider, wie gesagt, wir haben unsere Torchancen nicht benutzt und in diesem Niveau kostet das einfach. Ja, trotzdem habt ihr es hier geschafft, das Publikum zu begeistern und ich hoffe, dass der ein oder andere immer wiederkommt zum Ligaspiel, der vielleicht normalerweise nicht da war, dass das auf jeden Fall einen positiven Effekt hatte. Ja, das ist bei KFC so, du musst jede Woche liefern, weil Publikum hier fordert mehr und mehr, aber das ist auch normal, so ein Fans in Oberliga hat keine Mannschaft und wir müssen gucken, dass wir jede Woche jetzt liefern, einfach aufbauen und mit dieser Aggressivität Fußball spielen. Ja, dann geht die nächste Frage noch an den Spieler Levan Kenya. Aber ganz kurz muss ich da wohl mal drauf. Ja, also wir haben von oben uns etwas über die gelb-rote Karte aufgeregt. Ging es dir unten ähnlich? Also wir fanden, war sehr wenig Fingerspitzengefühl dabei. Wir wissen natürlich nicht, was du gesagt hast. Ja, das ist von Schiris auch in diesem Niveau, im Pokalspiel, Emotion ist dabei. Der muss einfach mehr Fingerspitzengefühl haben. Ne? Gleich hab gemeckert, weil der hat Foul nicht gegeben hat. Und habe ich ein bisschen was gesagt, kannst du eine gelbe Karte zeigen. Aber zweite gelbe Karte, der zieht taktische Foul. Und ich bin einfach sauer, flüchte auf Georgisch. Das war nicht gegen Schiri. Und der hat einfach das gewartet, habe ich Gefühl gehabt, dass der zweite gelbe Karte gibt und dass der auf Platz runterschickt, aber das war kein Fingerspitzengefühl und das ist einfach komisch, letzte Minute muss das nicht sein, aber als Spieler bin ich emotional und das braucht man so ein Spieler, ne? Wenn du reinkommst, musst du Emotionen reinbringen, sonst anders geht nicht und ich finde, zwei Gelbe war übertrieben einfach. Ja. Als Trainer warst du aber auch gut unterwegs. Christian meinte, du müsstest dich eigentlich gar nicht mehr warm machen, um aufs Feld kommen zu können. Du bist schon an der Seitenlinie so viel unterwegs gewesen, du hättest doch sofort auf den Platz kommen können.
Ja, jetzt wartet am Sonntag wieder Liga-Alltag. Wir haben gerade ein Interview mit Ole Pöfken schon gehört. Diese Einstellung, die heute an den Tag gelegt wurde, die braucht man eigentlich in der Liga bei jedem Spiel. Das hat leider im Laufe der Saison bislang nicht immer so geklappt. Wie kriegen wir es hin, dass es am Sonntag funktioniert? Ja, das ist das große Kunst, finde ich, nach so einem Spiel, Pokalspiel, dass du wieder auf Liga umstellst und wieder gleiche Leistung, gleiche Überzeugung bringst. Und das wird Kunst da sein, von mir als Trainer, auch von Mannschaft als Spieler, dass wir diese Wucht auch Sonntag auf den Platz bringen. Da sind wir anders gefordert, nicht mehr nur taktisch verteidigen. Da sind wir gefordert, dass wir Ball schneller laufen und schnelle Lösungen vorne suchen und Tore schießen. Ne? Das, was wir uns fehlt einfach. Darauf freuen wir uns und dabei wünschen wir viel Erfolg. Danke, Levan, für deine Zeit.